Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo und schön, dass ihr gemeinsam mit uns und unseren Streaming-Tipps in die neue Woche startet. Es ist Montag, der 13. November und heute geht's bei uns um die drei großen Themen Kunst, Politik und Sport. Mit letzterem fangen wir an. Genauer gesagt mit dem inzwischen weltbekannten Fußballclub von Ryan Reynolds. Vor einigen Jahren hat der Schauspieler gemeinsam mit seinem Kollegen Rob McElhenney den englischen Traditionsclub Wrexham AFC gekauft. Seitdem pushen sie ihre sogenannten Red Dragons ziemlich erfolgreich, auch wenn sie eigentlich eher weniger Ahnung von Fußball haben. Dafür haben sie aber Ahnung von humorvoller Unterhaltung. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch über ihre neu entdeckte Leidenschaft und den Aufbau des Clubs eine Doku-Serie gedreht. Das Ganze war so erfolgreich, dass jetzt natürlich eine zweite Staffel von Welcome to Wrexham folgen muss. Business is all booming. Who wants a beer? The community is growing in a way that is authentic and real. And powerful. But if we do not get promoted this year, the club is completely and wholly unsustainable. The burden isn't just winning and getting out of this league, it's never letting down this community. This season for me, it's more than football. It's belief. Bring it on. You're just too good. Nachdem letztes Jahr der Aufstieg knapp verpasst wurde, sind die Erwartungen jetzt natürlich ziemlich hoch. So hoch, dass sogar der britische König Charles mal im Stadion vorbeischaut. Alle Folgen der neuen Staffel Welcome to Wrexham findet ihr ab heute bei Disney+. Als nächstes geht's bei uns um John F. Kennedy, einem der beliebtesten US-Präsidenten aller Zeiten. Vor fast genau 60 Jahren wurde er in Dallas erschossen. Und das nimmt die Doku Kennedy, Schicksalsjahre eines Präsidenten, zum Anlass, sich sein Leben anzugucken. JFK, oder auch Jack genannt, war nicht nur für seine Politik bekannt. Er stammt aus der einflussreichen Kennedy-Familie, aus der mehrere Politiker und Unternehmer kommen. Außerdem wurden ihm viele Affären nachgesagt, unter anderem mit Marilyn Monroe. Aber auch die Verbindung zur Mafia hat immer Anlass für Gerüchte gegeben. Ich habe von den Gegnern ihres Sohnes gehört, dass Joe Kennedy versucht, die Präsidentschaft für Jack zu kaufen. Ist da etwas Wahres dran? Nun, ich finde das ziemlich lächerlich. Denn jeder weiß, dass Jack selbst über Fähigkeiten verfügt. Dass er sehr hart arbeitet und dass er alles selbst erreicht hat. Der Weg bis zum Präsidentschaftsamt war trotz seiner perfekten Fassade nicht so leicht. Denn nicht nur sein kontrollierender Vater, sondern auch die Bürgerrechtsbewegung oder der Vietnamkrieg haben ihn immer wieder vor große Herausforderungen gestellt. Die Doku Kennedy – Schicksalsjahre eines Präsidenten könnt ihr ab heute online first in der ARD-Mediathek streamen. Von den großen Bühnen der Politik geht's zum Schluss noch an die Pariser Akademie der schönen Künste. Im Film Maria träumt oder Die Kunst des Neuanfangs fängt die 50-jährige Maria einen neuen Job an der Kunstakademie an. Aber nicht als Kunstdozentin, sondern als Reinigungskraft, die noch nicht oft mit moderner Kunst in Berührung gekommen ist. Also schmeißt sie schon mal aus Versehen ein Kunstwerk in den Müll. Doch die ganze Kreativität um sie herum weckt auch bei Maria die Neugier und sie entdeckt ganz neue Seiten an sich. Vor allem, als sie Kontakt zu den StudentInnen bekommt. Kann ich den Eimer haben für eine Installation? Es ist ganz einfach. Du hängst an jedem fünften Faden eine Vulva. Eine was? Wie ist das Konzept? Erklärst du es ihm? Das sind aber schöne Muscheln. Du siehst noch echt gut aus für dein Alter. Du wärst das perfekte Aktmodell. Mögen Sie Ihren Beruf, Maria? Naja, Putzfrau war nicht gerade mein Traumberuf, ehrlich gesagt. Wir sehen alles, aber wir sagen nichts. Das gefällt mir. Es fühlt sich an, als wäre ich unsichtbar. Es wäre eine Schande, Sie nicht zu sehen.
An der Kunstschule trifft sie auf Hubert, den etwas launischen Hausmeister. Auch an ihm gehen seine Umgebung und die kleinen Flirts mit Maria nicht spurlos vorüber. Den romantischen Feelgood-Film Maria träumt oder die Kunst des Neuanfangs könnt ihr ab heute bei Wow streamen. Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und vergesst nicht, uns zu folgen, dann landet die neue Folge morgen direkt in eurem Feed. Die Tipps kamen heute von Lia Rogge, Audioproduktion Benjamin Zerdani. Mein Name ist Michelle Paulina Kolberg und ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Tschüss und bis bald, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.